Noch 30 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Liebe Freunde, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in Leipzig auf unserer Frühjahrsbuchmesse und begrüße Sie jetzt zur Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse 2019. Zum Ende des ersten Messetages wird es wieder spannend für uns Leser, aber natürlich noch viel mehr für die nominierten Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer und deren zahlreiche Mitstreiter und Mitstreiterinnen, nicht zuletzt in den Verlagen, die sie auf den Weg zur Buchveröffentlichung begleitet haben. Deswegen frisch zur Tat. Liebe Gäste, lassen Sie uns jetzt gemeinsam die Nominierten begrüßen in der Kategorie Übersetzung. Georg Escht, Susanne Lange, Timea Tanko, Karin Uttendörfer und Eva Ruth Wemme. Herzlich willkommen. Ruth Wemme und Timea Tanko werden heute von ihren Autoren bzw. Autorinnen begleitet und unterstützt von Gabriela Adimestiano und Jörg Stragoman. Auch diesen beiden Autoren danke, dass sie hier sind und herzlich willkommen. Begrüßen Sie bitte mit mir jetzt die Nominierten in der Kategorie Sachbuch Essayistik, Frank Bies, Harald Jener, Marco Martin, Lothar Müller und Kia Wahland. Herzlich willkommen. Und last but not least in der Kategorie Belletristik, Kenna Kusanitz, Matthias Navrat, Jaroslav Rudisch, Anke Stelling und Feridun Saymoglu. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Liebe Nominierte, Ihre neuen Bücher hat die Preisjury uns Lesern in diesem Frühjahr ganz besonders zur Lektüre anempfohlen. Wir alle hier sowie Ihre Leserschaft in den Hallen in der ganzen Republik, wir drücken Ihnen ganz kräftig die Daumen. Nicht nur dafür, dass drei von Ihnen
hier einen Preis gewinnen werden. Letztlich hat den jeder von Ihnen verdient. Nein, vielmehr noch tun wir das für den Erfolg jedes einzelnen nominierten Buches bei uns Lesern. Und um dies zu bekräftigen, als gutes Omen sozusagen, entspannen Sie alle nochmal Ihre Daumen und senden Sie mit mir, Sie wissen, was jetzt kommt, der erste akustische Höhepunkt der Leipziger Buchmesse, senden Sie mit mir für alle Nominierten einen donnernden Applaus und das Glashallendach. Bitte jetzt! Vielen Dank. Danke Ihnen sehr. Und hier übrigens gleich noch ein Hinweis in Sachen nominierte Bücher an alle in und außerhalb der Halle. Nicht nur die Nominierten, auch unsere Messebuchhandlung in Halle 4, Stand E600, würde sich sehr freuen über Ihren Besuch an einem speziell dafür eingerichteten Büchertisch. Und nicht nur besuchen, sondern Bücher kaufen und Bücher lesen. Bitte. Bitte, bitte. Und jetzt begrüße ich die Preisjury und rufe sie hiermit auf die Bühne. Die Jury steht neu unter dem Vorsitz von Jens Biesky, Feuilletonredakteur der Süddeutschen Zeitung. Und Herr Biesky wird Ihnen später in bewährter Weise die weiteren Mitglieder der Jury noch einmal vorstellen. Und jetzt darf ich auch unsere Ehrengäste bei der Preisverleihung begrüßen und willkommen heißen. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr. Stange, sehr geehrter Herr Senator Dr. Prosda, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Mangold, liebe Frau Bürgermeisterin Dr. Jennecke, lieber Benedikt Vöger, da ist er, ja, liebe Frau Dörlemann, lieber Herr Riedmüller, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und noch einmal ein herzliches Willkommen. So, und bevor es jetzt richtig losgeht, gestatten Sie mir noch ein Dankeswort an diejenigen Partner, deren Hilfe den Fortgang des Preises über die Jahre entscheidend sichert. Besonderer Dank geht an die Gesellschafter der Leipziger Messe, die Stadt Leipzig und den Freistaat Sachsen als Preisstifter. An unsere Freunde und Partner vom Literarischen Kolloquium rund Florian Höllerer und last but not least an unsere Medienpartner Buchjournal und Deutschlandfunk Kultur. Auch Ihnen herzlichen Dank. So, jetzt gilt's. Lieber Jens Biesky, liebe Jury, ich darf an Sie übergeben. Es gilt. Bitte. Damen und Herren, guten Tag. Wir sind 7, Sie sehen 6. Leider hat ein Infekt unsere wunderbare Kollegin Elke Schmitter erwischt und sie liegt mit Schmerzen im Hotelzimmer. Sie hat noch mit uns gemeinsam entschieden über die 3 Preisträger, ist aber außerstande, heute hier vor Ihnen zu erscheinen und zu sprechen. Elkes Intelligenz und ihren Charme können wir nicht kompensieren. Wir freuen uns trotzdem auf die Preisverleihung und ich wünsche Elke Schmitter gute Besserung und das möglichst bald. Ich möchte Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen von der Jury kurz vorstellen. Von Ihnen aus rechts sitzt Katrin Schumacher, zum ersten Mal hier in der Leipziger Jury dabei. Sie leitet das Ressort Literatur, Film, Bühne. Man hätte es auch kurz alles Schöne nennen können bei MDR Kultur. Sie hat ein Buch, ein wirklich interessantes Buch über Wiedergängerinnen geschrieben, hat eine große Samstagsabendshow im Radio, die unter Büchern heißt. Schön, Katrin, dass du dabei bist. Marc Reichwein ist einer der Sachbuchredakteure, es sind nicht so viele im Land, und der besten Kenner des Sachbuches. Er schreibt für die Zeitung Die Welt. Er hat
ist Mitglied der Jury für die Bestenliste Sachbücher des Monats und er ist, wie ich gehört habe, dabei, ein großes Rätsel zu lüften, nämlich ein Handbuch Feuilleton zu erarbeiten. Wiebke Poromka hat sehr viel bisher schon gemacht in ihrem Leben. Sie hat am Theater gearbeitet, an Universitäten gelehrt. Sie bespricht Bücher, vor allem Belletristik, für Deutschlandfunk Kultur. Sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ist erprobt in vielen Jurys, etwa in der des Bremer Literaturpreises und in anderen. Tobias Lehmkuhl, zum ersten Mal dabei, ist ein Komparatist. Er schreibt selber Bücher, was immer gut ist für Kritiker, wenn sie mal die andere Seite kennen. Er hat zuletzt über Nico geschrieben und er wurde mit dem Berliner Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. Gregor Dotzauer ist zum dritten Mal dabei hier in der Jury. Er schreibt seit 1999 für den Berliner Tagesspiegel und er hat bei allem, was er tut, immer einen Sinn für erstens die Leistungen und Möglichkeiten der Sprache und zweitens dafür, dass die deutsche Literatur nicht mit sich allein ist, sondern sehr viele Nachbarliteraturen hat. Und er hat völlig zu Recht den Kerr-Preis für Literaturkritik erhalten. Das ist die Jury. Ich will Ihnen kurz Stichworte geben zum Selbstverständnis dieser Jury, wie ich es sehe. Will in Deutschland jemand etwas öffentlich sagen, so entwickelt sich im Publikum sogleich Misstrauen in mehrfacher Richtung. Zunächst, ob dieser Mensch überhaupt das Recht habe, mitzureden, ob er kompetent sei. Sodann, ob seine Darlegungen nicht Widersprüche und Ungereimtheiten enthalten. Und schließlich, ob es nicht etwa schon ein anderer vor ihm gesagt habe. Das schrieb Egon Friedell an dem Beginn seiner Kulturgeschichte der Neuzeit, die ab 1925 in mehreren Bänden erschien, als am 16. März 38 SA vor seiner Wohnung stand, sprang er aus dem Fenster, dritter Stock, in den Tod. Egon Friedell war ein Literat im besten Sinne des Wortes, mir ein besonders lieber Autorentypus. Er hätte in allen drei Kategorien für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert werden können. Er, der glaubte, seinen Doktor der Philosophie qualifiziere ihn bestens für die Leitung eines Kabaretts, schrieb Novellen, Theaterstücke, übersetzte aus dem Englischen, verfasste große Kulturgeschichten und wenn Sie sich ein Vergnügen machen wollen, dann schauen Sie da noch mal rein. Heute wird nun zum 15. Mal der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen in drei Kategorien, die gleich wichtig sind. Drei Kategorien, eine Jury. Und das ist auch richtig so. Wie anders sollte man ausdrücken, dass diesem Preis die Idee einer umfassende Idee von Literatur zugrunde liegt. Eine umfassende Vorstellung, wie sie einmal selbstverständlich war, als die Aufklärung im 18. Jahrhundert manches entwickelt hat, worauf man sich heute beruft und das man aber dann regelmäßig wieder vergisst. Es geht also darum, trotz aller Spezialisierung in Genres, Subgenres und so weiter und so fort, die Idee einer allgemeinen Literatur nicht aufzugeben, in der Fiction und Non-Fiction zusammenhängen. Jetzt können Sie sagen, das sind doch zwei verschiedene Welten. Ja, ich würde Ihnen antworten, genau besehen. Ein guter Roman und eine gute historische Monographie haben genauso viel gemeinsam, wie sie unterscheidet. Sie sind nämlich beides Versuche, sich durch Nachdenken und in genauer und verständlicher Sprache einen Reim auf die Welt zu machen und auf die schwierigen Tiere, die die Welt bevölkern, die Menschen. Egon Friedell hat die drei Fragen rasch erledigt, ob einer mitreden dürfe. Klar, wir sind alle kompetent, denn wir haben im Regelfall ja nur Kenntnisse von ein- oder zwei Fachgebieten. In allen anderen sind wir Dilettanten notwendig.
Zweitens, ob man nicht paradox in Widersprüchen argumentiere. Gewiss, aber Ungereimtheiten, Widersprüche galten ihm als die Form, in der Neues auftritt und in die Welt kommt. Es muss, sagte er, ein Paradox gewesen sein, was einmal ein Gemeinplatz werden will. Und drittens verdankt sich alles Neue, Sie wissen es, ohnehin der Auseinandersetzung mit dem Überlieferten. Friedell folgt, und deswegen bemühe ich ihn hier natürlich, der Idee eines allgemeinen Publikums, die auch der Jury am Herzen liegt, eines Publikums, das aus seinen Sonderexistenzen als Angestellter, als Chefin, als Mutter, als Sohn, als Vereinsmitglied oder Fan heraustritt und dann gierig ist, wenn es aus diesen Sonderwelten herausgetreten ist, nach geteilter Freude, geteilten Gedanken, nach sinnlichen Vergnügen, nach emotionalen und intellektuellen Erschütterungen. Das allgemeine Publikum kann man nicht in Zahlen fassen. Manchmal ist es sehr klein. Und es ist auch kein repräsentatives Abbild der Gesellschaft. Es bildet sich ununterbrochen neu und es zerfällt wieder. Es entsteht im kritischen Gespräch unter all jenen, die nicht bereit sind, ihre Urteilskraft Expertengremien zu überlassen, sie also gleichsam auszusourcen. Und Bücher für ein allgemeines Publikum wollte die Jury nominieren. Das heißt in erster Linie Bücher, mit denen man gut reden und über die man gut streiten kann, weil sie Distanz zum eigenen Ich und den Begrenztheiten ermöglichen. Aber das Allgemeine im Wort allgemeines Publikum hat nichts mit Harmonie oder Vereindeutigung zu tun. Es unterscheidet die Debatte über Literatur, den kritischen Streit von allen anderen Debatten, den über Politik, den über Wirtschaft, dass sie nicht auf Konsens aus ist. Im Gegenteil, es geht immer darum, den Zweifel beizubehalten, ihn aber genauer zu formulieren. Und es geht immer darum, den Büchern, den Romanen, den Sachbüchern, über die man spricht, ihre individuelle Besonderheit zu lassen, ihnen nicht die Ecken und Kanten zu nehmen, sondern das Individuelle besser zu erkennen und dann auch das Unvereinbare nebeneinander stehen zu lassen. Das ist etwas, was es nur in der kritischen Diskussion gibt. Literaturkritik, gleich viel, ob sie von Belletristik, Sachbüchern oder Übersetzungen handelt, stellt Allgemeinheit her, indem sie Unterscheidungen trifft. Insofern sind die 15 nominierten Titel also gerade nicht das, worauf sich alle einigen können, sondern die Titel, von denen die Jury glaubt, dass an ihnen in diesem Frühjahr kein interessierter Zeitgenosse vorbeikommt. Sie zu lesen erlaubt uns allen, durch eine schöne Anstrengung mit uns selbst bekannter zu werden. Und für diese Möglichkeit, für diese Gelegenheit möchte ich den 15 Nominierten danken. Ich möchte genauso denen danken, die die Bücher ermöglicht haben, den Lektorinnen, den Verlegern. Denn wir wissen es alle, man ist beim Schreiben einsam. Aber Bücher macht man nie allein. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir nun das kritische Gespräch kurz unterbrechen können, um es sozusagen zu feiern, die Idee eines allgemeinen Publikums mit starken Charakteren hier in einem Fest zu feiern und die drei Preisträger in den drei Kategorien auszuzeichnen. Vielen Dank. Ich glaube, man muss sich nicht damit abfinden, ein Schattendasein zu führen. Literaturübersetzerinnen und Übersetzer sind viel sichtbarer geworden. Das fängt damit an, dass einzelne Verlage sie mittlerweile sogar auf dem Cover nennen, nicht nur auf der Titelinnenseite, wo sie als Urheber einfach per Gesetz genannt werden müssen, sondern eben tatsächlich auf dem Cover und damit auch ein wichtiges Signal senden an die Leser und an die Leserinnen. Es gibt eben auch Übersetzungen, die so genau und so präzise und von solchen großen Sprachkünstlern ausgeübt wurden, dass sie einen Ticken besser geworden sind als das Original, beziehungsweise ihm wieder eine neue Seite
abgerungen haben. Und das, finde ich, ist ein großer Mehrwert. Es ist ja in der Musik dasselbe. Es gibt verschiedene Stücke und die werden über die Jahrhunderte immer wieder neu interpretiert und immer wieder neu gespielt. Und es wäre todtraurig, wenn es nur eine Interpretation oder eine Kopie desselben Musikstücks geben würde. Ja, wir sind in der Kategorie Übersetzung, die Gott sei Dank in den vergangenen Jahren immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Ich würde jetzt Tobias Lehnkuhl bitten, die 5 nominierten Übersetzungen kurz vorzustellen. Georg Esch übersetzte von Livio Rebreanu Der Wald der Gehängten. 2 Schritte vor dem Notar blieb er stehen. Dann stieß er ihm unversehens mit fürchterlicher Wucht die Faust vor den Mund, wobei er wie von Sinnen stammelte: Du Hundswort, du Hund! Die Liebe zu Gott, zum eigenen Volk und zur schönen Ilona, wie der Krieg die Gefühle auf die Spitze treibt und den Einzelnen innerlich zerreißt, zeigt die Neuübersetzung von Livio Rebreanus Der Wald der Gehängten. Zwischen expressionistischem Furor und stotternder Verzweiflung trifft Georg Escht stets den Ton. Susanne Lange übersetzte Gringo Champ von Aura Xylonen. Fotz nochmal, da wird gekeilt, schreit ein Micker Ficker mit Pulkmut, der näher kommt, als er mich da so außer Betrieb auf dem Pflaster sieht, voll rotem Mus. Immer rauf auf den Scheißer. Auch der Boxer-Buchhändler Liborio bekommt in Aura Xylonens Debüt Gringo Champ anfangs ordentlich die Faust vor den Mund geknallt. Seinem Sprachfluss aber tut das keinen Abbruch. Dass der spanglische Slang auch im Deutschen die Lebendigkeit wie die spielerische Artificialität des Originals bewahrt, ist Susanne Langes Verdienst. Timea Tanko übersetzte Löwenchor von György Dragoman. Eigentlich müsste ich meine Geschichte eher vorsingen, statt sie zu erzählen, denn meine richtige Stimme ist nicht die, mit der ich spreche, sondern die, mit der ich singe. Meine Singstimme ist viel größer als ich, größer, schöner und kräftiger. Sie reicht weiter und ist auch schwerer zu vergessen. 29 durch das Motiv der Musik verbundene Novellen hat Ungarns kraftvollster jüngerer Erzähler zu einem wahren Löwenchor zusammengestellt. Die verschiedenen Tonlagen mit so großer Leichtigkeit wie Präzision in allen Zwischentönen hörbar zu machen, ist Timea Tanko gelungen. Karin Uttendörfer übersetzte Tierreich von Jean-Baptiste Delamo. Wenn Eleonore den Riegel hebt und die Tür einen Spalt breit öffnet, nimmt sie ein Tippfehler. Immer steht sie immer inmitten einer sauren, warmen Dunstfolge voll Wolke und sieht die Zuckungen eines fiebrigen Auges, einen schäumenden Rüssel, ein Stückchen fleckiger Haut, deren Borsten von schwarzem Dreck starren. Schweine starren uns in Tierreich an und wir sehen uns in ihnen, weniger in ihren fiebrigen Augen, denn in ihrer exkrementalen Körperlichkeit gespiegelt. Karin Uttendörfer hat Del Amos Mischung aus Eleganz und Abgründigkeit mit musikalischem Ohr übersetzt, ohne jemals in grobe Deftigkeit oder schnöden Kitsch abzudriften. Eva Ruth Wemme übersetzte Gabriela Adamestianus Verlorener Morgen. Er hatte 10 Jahre bekommen. Immer war er ein feiner, humorvoller Mensch gewesen. Weißt du, was er sagte, als er rauskam? Wenigstens konnte ich im Gefängnis sicher sein, dass sie mich nicht holen würden. Dass Gabriela Adamestianus Verlorener Morgen 1983 in Rumänien erscheinen konnte, ist ein Wunder. Dass wir ihn nun auch auf Deutsch lesen können, in seiner ganzen thematischen wie sprachlichen Vielgestalt, dem lästerlichen Ton von Vika unter den Kommunisten, dem gelehrten Duktus Professor Mironescus im Ersten Weltkrieg, einer Sprache aufgeladen vom emotionalen Druck der drohenden Bombardierungen wie von der Armut und dem Elend der 70er Jahre, all das ist Eva Ruth Wemme zu verdanken. Ja, vielen Dank. Sie machen nichts falsch, wenn Sie in alle 5 Bücher schauen. Aber trotzdem gibt es einen Preisträger, eine Preisträgerin. Ich bitte Herrn Martin Bull-Wagner nach vorn, um diesen Preis zu übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nominierten, erst einmal möchte ich es nicht versäumen, Ihnen sehr herzlich zu gratulieren und freue mich sehr für Sie, dass Sie nominiert sind.
Aber wie es eben gerade gesagt wurde, es gibt einen Gewinner, eine Gewinnerin. Und ich freue mich sehr, dass aus dem rumänischen Eva Ruth Wemme hier den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für das wunderbare Buch, die wunderbare Übersetzung. Wollen Sie kurz was sagen? Oder nicht? Gut. Alles gut. Ja, ich bin etwas zittrig gerade. Ich bedanke mich natürlich über alle Maßen bei allen Beteiligten. Und das ist nicht nur die Autorin und der Verlag und die Lektoren und so weiter, es ist auch Jan Konifke, den ich unbedingt heute eigentlich die Hand drücken wollte, sowieso, aber er ist gar nicht da, der auch das Buch noch lektoriert hat und Dankeschön. Ja, lesen Sie dieses Buch, es ist wirklich toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum kritischen Gespräch. Sie wissen, es gehört, dass man Gründe angibt. Und das wird jetzt Gregor Dotzauer tun. Ein Tag, ein Jahrhundert, ein Roman. Oder sind es zwei Romane? Gabriele Adamestianus, Verlorener Morgen, verdichtet und entfaltet das rumänische 20. Jahrhundert aus zwei Perspektiven. Die eine gehört einer alten Frau zu Anfang der 80er Jahre, die sich in der herunterproletarisierten Trostlosigkeit von Nicolae Ceaușescus Regime in einem schandmäuligen Bewusstseinsstrom ergeht. Die andere gehört den kosmopolitischen, großbürgerlich geprägten Hoffnungen, wie sie Professor Mironescu in seinen Tagebüchern noch mitten im Ersten Weltkrieg kundtut. Was Rumänien hätte werden können, was es tatsächlich wurde und implizit, warum es bis heute in einem gewissen Chaos gefangen ist, das erzählt die 1942 geborene Autorin in ihrem vierteiligen Roman mit vielstimmiger Einfühlsamkeit und Schärfe. Die beiden Eckkapitel widmen sich dabei der Wirklichkeit eines Landes, das es wider alle politische Wahrscheinlichkeit ertrug, mit diesem Roman 1983, als die Verhältnisse noch in den ewigen Beton des Kondukators gegossen zu sein schienen, leicht zensiert konfrontiert zu werden. Die beiden Kapitel dazwischen gelten der weltoffenen Möglichkeit, die schnell zerstob. Eva Ruth Wemme hat sich schon im vergangenen Jahr mit Humbug und Variationen, humoristischer Kurzprosa und Szenen des rumänischen Nationalabsurdisten Ion Luca Caragiale als spracherfinderische, den gewagtesten Wortverdrehungen gewachsene Übersetzerin hervorgetan. Adamestianus' Verlorener Morgen bringt ihr schöpferisches Talent erneut zum Vorschein. Denn zu den Zeitebenen, die hier aufeinanderprallen, kommen die Sprachebenen. Was die verarmte und in der Ehe mit einem Faulpelz vereinsamte Schneiderin Vika Delka, eine Frau von 70 Jahren, erst auf dem Weg zu ihrer Schwägerin und dann zu einer etwas besser gestellten Tochter ihrer früheren Arbeitgeber an einem einzigen langen Bukarester Wintertag so alles denkt und erinnert, reicht von saftigen Flüchen bis zum Sprachunfall in schiefen Sätzen. Eva Ruth Wemme hat dieses charmante Ätzen und Giften in ein überzeugendes Deutsch gebracht. Es lässt sich bei Übersetzungen nicht vermeiden, dass mit ihnen immer auch das Original ausgezeichnet wird. Deswegen gilt es besonders hervorzuheben, dass Georg Escht, den wir für seine Rebriano-Übersetzung nominiert haben, Rumäniens bedeutendste lebende Erzählerin, hierzulande mit den Romanen Begegnung und Der gleiche Weg an jedem Tag den Weg geebnet hat. Das Verdienst, die besondere Herausforderung von Gabriele Adamestianus' Hauptwerk, Verlorener Morgen, gemeistert zu haben, gebührt jedoch Eva Ruth Wemme. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ein kurzer Film, ein paar Bilder führen uns über die Grenze zwischen Fiction und Non-Fiction.
The Winner Takes It All, auch beim Preis der Leipziger Buchmesse. Aber das Tröstende für den Verlierer ist, dabei gewesen zu sein und das Wissen, dass seine Bücher, Bücher, an denen die oft 5, 6, 7 Jahre, vielleicht auch nur 2 Jahre gearbeitet haben, dass die in der Öffentlichkeit wahrgenommen und besprochen werden, dass die im Umlauf in sozusagen der geistigen DNA der Republik sind. Ja, mir ist nach wie vor die große Geschichte der Renaissance von Bernd Röck in Erinnerung geblieben, 1300 Seiten. Ich habe meine Redaktion damit gequält, dass ich immer die Lektüre stände. Jetzt bin ich bei 700, jetzt bin ich bei 800, jetzt bin ich bei 900 Seiten bekannt gegeben habe, weil ich dadurch wahnsinnig viel einfach gelernt habe an diesem Buch. Oder eine wunderbare Biografie von Jürgen Kaube über Max Weber, der einfach die Chance wahrgenommen hat, ein Leben anhand von exemplarischen Einzelsituationen aufzufächern. Und für mich war das ein großes Lesevergnügen, obwohl ich Max Weber schon ganz gut kannte vorher eigentlich. Ich rate Sachbuchautoren auf keinen Fall auf einen Preis zu schielen, sondern hart an den Themen zu arbeiten, keinem Konflikt, keiner Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen und eine Sprache dafür zu finden, dass das die Öffentlichkeit erreicht und auch bewegt. Weder die 4 Autoren noch die Autorin auf der Liste Sachbuch-Essayistik haben auf den Preis geschielt, aber sie sind nominiert. Kurz vorstellen wird sie Marc Reichwein. Die Nominierten in der Kategorie Sachbuch-Essayistik sind Frank Bies, Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Vom Wirtschaftswunder bis zur Wiedervereinigung, für viele Historiker ist dieser Staat eine lupenreine Erfolgsgeschichte. Frank Bies wagt eine alternative Erzählung. Hinter der Erfolgsgeschichte, so seine These, haben uns kollektive Ängste umgetrieben. Angst vor Vergeltung, Angst vor Notstandsgesetzen, Angst vor Waldsterben und so weiter. Man könnte das Buch deshalb auch als eine Chronik der neurotischen Bundesrepublik bezeichnen. In jedem Fall ist es eine luzide Herleitung der German Angst, die uns auch die Gefühlspolitik unserer Gegenwart besser verstehen lässt. Harald Jähner, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Harald Jähner zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich nach der Stunde Null ein ganzes Land neu sortieren musste. Geografisch, aber auch mental. Von der Entrümmerung bis zu den Schwarzmarktganoven, von den Vertriebenen bis zur kollektiven Verdrängung aller Schuld und Scham. Jähner gelingt eine immer wieder überraschende Zeitreise durch die deutschen Nachkriegsjahre. Eine Mentalitätsstudie voller Anschauung und Empathie. Marco Martin, Das Haus in Habana, ein Rapport. Sextourismus auf Kuba trifft es nicht wirklich. Marco Martin bereist die Insel der falschen Hoffnungen, der alten Autos und der schönen Körper. Als gelernter DDR-Bürger setzt er sich vielem aus und schreibt fast alles mit, lakonisch, empört, verzaubert. So entsteht ein dichter Reisebericht, persönlich intim und politisch zugleich. Eine dichte Beschreibung der realsozialistischen Diktatur und unserer mitgebrachten Kuba-Klischees. Lothar Müller, Freuds Dinge, der Divan, die Apollo-Kerzen und die Seele im technischen Zeitalter. Dieses neugierige Buch bringt eine bislang kaum beachtete Dingwelt zum Leuchten. In Freuds Schriften zur Psychoanalyse wimmelt es von elektrischen Apparaten, mechanischen Geräten und Markenprodukten mit mythischen Namen. In klug und feinmaschig erzählten Kapiteln lässt Lothar Müller diese Dinge sprechen und mit ihnen Freud, seine Methoden, seine Zeit. Müllers origineller Ansatz, Psychoanalyse mal nicht als Ideengeschichte, sondern als Dinggeschichte zu erzählen, stiftet hochanregende Entdeckungen. Kia Fahland, Leonardo da Vinci und die Frauen, eine Künstlerbiografie. Ist unser Bild vom Universalgenie noch zeitgemäß? 500 Jahre nach dem Tod Leonardos wirft Kia Fahland einen erfrischend neuen Blick auf den Superstar der Renaissance.
den Technikpionier und virilen Maschinenmann, lässt sie beiseite. Ganz nahe bringt sie uns den Maler, der die Frauen so selbstbestimmt und komplex porträtierte wie niemand vor ihm in der Kunstgeschichte. Mit Blick auf Leonardos Leben und die Sitten seiner Zeit entsteht ein lebendiges, äußerst anschauliches Epochenporträt. Eine in ihren Quellen und in ihrer Aufbereitung super lesbare, souveräne Künstlerbiografie. Ja, vielen Dank. Ich bitte jetzt die Kulturbürgermeisterin meiner Heimatstadt Leipzig, Frau Jenecke, auf die Bühne. Alles gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte nicht versäumen, allen Nominierten meine herzlich zu gratulieren zur Nominierung. Aber wie es auch schon in der anderen Kategorie so war, es kann nur einen geben, der gewinnt, oder eine. Und in der Kategorie Sachbuch, Essayistik, ist die Gewinnerin der Gewinner Harald Jehner. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und vielen Dank für das Buch. Ja. Also ich bin jetzt wirklich überwältigt. Also Sie verstehen ja, Spannung zu erzeugen. Das muss ich schon sagen. Die letzten Wochen über. Ich bin wahnsinnig dankbar, auch angesichts der tollen Mitnominierten. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Das war schön, die letzten Wochen zu diesem Kreis zu gehören. Ein Kreis mit sehr, sehr verschiedenen Schreibhaltungen, Schreibmentalitäten. Ich habe alle Bücher gelesen, nicht bis zum Ende, das habe ich noch nicht geschafft, aber es war faszinierend und deshalb, ich bedanke mich auch bei der Jury. Die letzten 3 Jahre haben über meinem Schreibtisch ein Bild gehängt, was jetzt auch das Cover meines Buches ziert, ein Mann, der durch das völlig zerstörte Freiburg läuft und einen seltsamen Optimismus ausstrahlt, so als könnte allen Ernstes um der nächsten Ecke herum ein Einkaufsladen sich befinden, in dem man was einkaufen könnte. Diesem Mann habe ich eigentlich jeden Morgen erstmal guten Tag gesagt, bevor ich anfing zu schreiben. Ich möchte jetzt einfach diesen Moment ihm widmen, den ich ja nicht anders kenne als aus dieser Rückenansicht. Dann möchte ich mich bedanken, natürlich beim Verlag Rowohlt Berlin, allen Mitarbeitern, vor allem bei meinem Verleger, der es versteht, Autoren aufs richtige Gleis zu setzen und mit ganz wenigen Worten unter Dampf zu halten. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum Preis der Leipziger Buchmesse. Die Gründe, warum, erklärt wieder Marc Reichwein, der die Aufgabe von Elke Schmitter dankenswerterweise übernommen hat. Wer hätte gedacht, dass ein Land in Schutt und Asche, voller Schuld und Schande, eine narrative Wundertüte sein kann? Harald Jehner beleuchtet die deutsche Nachkriegsgeschichte neu. Er nimmt uns mit in völlig zerstörte Innenstädte. Er erzählt von Ausgebombten, von Trümmerfrauen und von Land auf, Land ab verhassten Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Durch den Frauenüberschuss nach dem Krieg kam es zuerst zu einer Scheidungswelle und dann zu einer Heiratswelle. Und Beate Use klärte die Leute auf, bevor sie ihr Versandgeschäft für Ehehygiene startete. Wolfszeit, der Titel des Buches, spielt auf die unübersichtlichen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg an. Oft war jeder sich selbst der Nächste. Und der Überlebenstrieb der Menschen schaltete die Schuldgefühle ab. Ein kollektives Phänomen,
dass Harald Jähner in seinem Panorama der Jahre 1945 bis 1955 facettenreich einfängt. 1955 schien die Bundesrepublik im Wirtschaftswunder bei sich selbst angekommen. Doch was ging voraus? Jähner erzählt von Schwarzmärkten, von enthemmter Marktwirtschaft bei gleichzeitiger Lebensmittelrationierung. Vor allem aber erzählt er von der regen Geschäftigkeit, mit der die Nachkriegsdeutschen sich ans Aufbauen machten. Am Ende steht eine Pointe. Ohne gewaltige, Zitat, Verdrängungsleistung wäre dies nicht möglich gewesen. Binnen weniger Jahre arbeiteten sich die Deutschen Ost und West an die wirtschaftliche Spitze ihrer jeweiligen Weltmarktblöcke hoch. Wolfszeit ist Alltagsgeschichte im besten Sinne. Zum einen, weil sie uns staunen lässt, wie die Leute damals ihren schieren Alltag bewältigt haben. Zum anderen, weil sie immer wieder neu bewusst macht, wie das Verdrängen und Beschweigen eine vermutlich unausweichliche Grundlage für die Etablierung der Demokratie in Westdeutschland war. Selten hat ein Sachbuch Anschaulichkeit, dramaturgisches Gespür und Eloquenz so gekonnt in sich vereint. Wer dachte, über die Nachkriegszeit schon alles gewusst zu haben, wird hier noch fündig werden. Wird lesen, wie zum Beispiel der Nierentisch zum Symbol des entnazifizierten Wohnens werden konnte. Zitat Harald Jähner: Mit abgespreizten Beinen und aufreizendem Optimismus verkörperte er das Gegenteil des wuchtigen Reichskanzleistils. In grazilen Schüchen aus Messing mit einem goldfarbenen Umleimer gegürtet und oft noch mit mediterranem Mosaik belegt, sah er aus wie die Travestie eines stabilen Tisches. Zitat Ende. Nicht nur Historiker, auch Journalisten können uns Geschichte im besten Sinne nahebringen. In diesem Fall einen scheinbar präsenten, aber doch oft nur kursorisch abgehandelten Abschnitt der offiziellen Geschichtsschreibung. Herzlichen Glückwunsch, Harald Jähner. Was Harald Jähner gesagt hat, es geht darum, Spannung zu erzeugen, das nehmen wir als Anregung gerne auf und zeigen erstmal noch einen Film zur Kategorie Belletristik. Ich glaube, Romane, die uns begeistern, verändern die Welt, indem sie unsere Köpfe verändern. Das ist das Entscheidende. Wir sehen anders auf die Welt, wenn wir einen guten Roman lesen. Wir sind danach manchmal auch klüger. Aber vor allem, glaube ich, sind Romane Wahrnehmungsschulen. Das ist für mich das Entscheidende. Ich selber habe in Leipzig in den 90er Jahren gelebt, habe die Anfänge dieses Preises auch erlebt. Und ich finde, er hat sich hervorragend entwickelt. Er ist der wichtigste Markstein im Frühjahr geworden. Er hat immer etwas von einer Wundertüte auch. Das ist für mich selber immer überraschend. Was ist dabei, was ist nicht dabei? Man spekuliert selber immer, wenn man auch nicht in der Jury ist. Man setzt auf bestimmte Titel. Dass Sascha Danisic damals mit Vor dem Fest gewonnen hat, hat mich gefreut. Dass Natascha Wodin gewonnen hat, das war hochverdient. Man geht auch manchmal, ich nenne jetzt keinen Namen, etwas unzufrieden aus dieser Veranstaltung heraus. Aber auch das gehört zu einem solchen Verleihprozedere dazu. Die Titel, die für Leipzig nominiert werden, haben im Vorfeld viel Aufmerksamkeit, haben im Buchhandel Aufmerksamkeit, werden oft rezensiert, werden besprochen, die Autorinnen und Autoren werden porträtiert. Also alle fünf können sich über Aufmerksamkeit nicht beklagen. Dass der Sieger dann noch mehr Aufmerksamkeit erfährt, das gehört zum Geschäft. Katrin Schumacher wird jetzt Aufmerksamkeit auf die fünf Nominierten lenken. Bitte. Kurz und verschlungen einem Gedanken folgend. Wer nach dem einen großen Roman, dem Familienepos aus einem Guss oder dem auserzählten Schlachtengemälde in diesem Frühjahr fragt, der muss sich enttäuscht wissen. Die Narrative der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wollen anderes. Es sind Versuchsaufstellungen, Erzählexperimente, die in diesem Frühling 2019 mit ihrer Splittrigkeit und ihrem Können, ihrem Wollen und Wissen darin überzeugen, uns zu erzählen, dass es nicht um die guten Antworten, sondern immer um die guten Fragen geht. Das Ich beginnt zu flackern, wird gar zum buchstäblich anderen in diesen fünf Büchern, die da sind. Ein Mann,
der 1913 von seinem Arbeitszimmer aus die antike Stadt Babylon ausgräbt in Kena Kusanits Babel. Es sind da 10 Frauen, die die Rückübertragung fordern von 3500 Jahren Geschichte, darunter Antigone und Brunhilde, Lorelei und Laila, erdacht von Feridun Saimoglu in der Geschichte der Frau. Es erscheint ein Trunken der Welt abhanden gekommener Palliativleger, der mit einem uralten Mann die Eisenbahn nimmt durch Transiträume zu mitteleuropäischen Schlachtfeldern, Friedhöfen, Seelenruinen in Jaroslav Rudisch, Winterbergs letzte Reise. Wir verstolpern uns in Berlin mit einem melancholischen Wanderer durch unsere Zeit, der uns die versehrte Mentalität unserer Gegenwart erzählt und dabei nach woher und wohin fragt. Der traurige Gast also von Matthias Navrat. Und schließlich treffen wir eine Schriftstellerin, die in Berlin hinter die kreativen Fassaden linst, was ihre Freunde so indiskret finden, dass sie ihr und 4 Kindern die Wohnung kündigen. Sicherheit ist nirgends in Anke Stellings Roman Schäfchen im Trockenen. Anke Stellings furiose, atemlose Brandrede, Kena Kusanits große gelehrte Erzählbewegung, Matthias Navrats leise und im Unspektakulären so dringliche Suche nach dem Sinn des Daseins, Feridun Saimoglus Bruch mit dem eigenen Geschlecht zugunsten der Erfindung einer Stimme der Frau und nicht zuletzt die so kraftvollen wie witzigen historischen Anfälle von Jaroslav Rudisch. 5 Bücher, die sich zusammengelesen anfangen zu kommentieren, die in ihrer Unterschiedlichkeit doch eins werden in der Vermessung unserer Welt, aus der Geschichte heraus, aus dem Alltag. Territorien werden genauso begehrt wie hinterfragt. Aus diesem Chor der 5 Bücher wieder eins herauszuholen, dies, es sei deutlich gesagt, ist eine Entscheidung für und nicht gegen. Ja, vielen Dank. Ich bitte die Staatsministerin Frau Stange, jetzt den Preisträger, die Preisträgerin in der Belletristik zu benennen. Ja, zunächst auch von mir allen Nominierten einen herzlichen Glückwunsch. Wir haben es ja gehört, es ist eine Entscheidung für und nicht gegen. Vielen Dank auch an die Jury für die unermessliche Arbeit, die Sie hineingesteckt haben. Und die Preisträgerin des diesjährigen Belletristikpreis ist Anke Stelling. Herzlichen Glückwunsch. Tausend Dank. Wollen Sie noch was sagen? Müssen Sie. Ja. Bitte. Herzlichen Dank für den Preis. Danke der Jury. Danke meinem Verlag, dem Verbrecherverlag, der mich verlegt. Danke Daniela Plügge, die mit mir arbeitet, bevor das Buch zum Verlag kommt. Danke an meinen Agenten, der heute auch hier ist. Und super. Eine Sache noch. Mir geht dasselbe durch den Kopf wie meiner Protagonistin, die auch einen Preis für das böse Buch bekommen hat. Nämlich, ob jetzt die Kinder aus dem BUT-Bezug fliegen. Das tun sie wohl. Zum Glück gibt es sie nicht. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch an Anke Stelling. Wiebke Poromka wird Ihnen erklären, warum die Jury dieses Buch ausgezeichnet hat. Wir, die wir hier sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie doch ganz sicher, unsere Schäfchen im Trockenen. Wenngleich unsere Kontostände variieren mögen, so wissen wir uns doch aufgehoben in dem gemeinsamen, beruhigenden Gefühl,
Wir sind gebildet, reflektiert und informiert, leidlich, kreativ, tolerant ohnehin. Und vermutlich ist der eine oder die andere von uns sogar sozial engagiert. Und wo gerade die Zeit dafür fehlt, da verzichten wir doch immerhin auf Plastik, denn wir wissen, wie man ein gutes Leben führt. Einer aber stört gewaltig. Und das ist Resi, die Erzählerin aus Anke Stellings Roman Schäfchen im Trockenen. Resi ist Schriftstellerin und hat gewagt, nicht nur über das arrivierte Milieu zu schreiben, als dessen Teil sie trotz ihrer prekären Einkünfte lange Jahre geduldet wurde, sondern über einen Kreis engster Freunde und vielleicht auch über uns. Die Quittung lässt nicht lange auf sich warten. Ihr, dem Mann und vier Kindern, wird von einem dieser Freunde die Wohnung gekündigt. Selber Schuld, Katapult, wie es in einem Spruch aus der Kita heißt. Aber nicht die Frage der Schuld ist es, die Anke Stellings Protagonistin antreibt, sondern die Wut und die Irritation darüber, wie sie so lange die Augen hat verschließen können dafür, dass wir mitnichten in einer Gesellschaft leben, in der kulturelles Kapital oder Bildung die unterschiedlichen finanziellen Startbedingungen ausgleichen könnten, mit denen ein Mensch ins Leben entlassen wird. Vielleicht ist genau das Resis Fehler, dass sie sich eingerichtet hat in der Illusion, dass die Klassengrenzen, an die ihre Mutter vor Jahrzehnten noch vernehmlich stieß, sich aufgelöst haben wie der Rauch der unzähligen Zigaretten, den Resi einst mit ihrer Clique in den verheißungsvollen Himmel über Berlin pustete. Dabei hätte sie es besser wissen können. Da war etwa jener Weihnachtstag vor mehr als 20 Jahren, als sie zu Gast bei der Familie ihres damaligen Freundes war, einer Unternehmerfamilie, altes Geld aus der Rüstungsindustrie, an den Wänden Bilder so teuer wie eine mittlere Immobilie. Und als die Großmutter sie fragte, welche Stimme sie wohl sänge und sie vor den Geflogenheiten der weihnachtlichen Hausmusik kapitulieren muss. Während sie dann auf dem Sofa sitzt und zusehen muss, wie sich die Familie in selbstverständlicher Choreografie um das Klavier arrangiert, da hätte sie spätestens erkennen müssen, dass in diesem Ensemble für sie kein Platz vorgesehen ist. Aufklärung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das können wir beinahe im Chor sprechen, weil es uns so selbstverständlich und längst erreicht scheint. Das ist der Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber gerade weil ihr diese Aufklärung entgangen ist, verordnet Resi Aufklärung über die sozialen Verhältnisse ihrer 14-jährigen Tochter, genauso wie uns Leserinnen und Lesern. Auch wenn es beschämend ist, peinlich, nervend, wenn es Freundschaften zerstört, sie spricht aus, was sie sieht, sie erzählt, trotz alledem. Schäfchen im Trockenen ist ein scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss, der protestiert gegen den beständigen Versuch des Besänftigtwerdens, der etwas aufreißt in unserem sicher geglaubten Selbstverständnis und dadurch den Kopf frei macht zum hoffentlich klareren Denken. Liebe Anke Stelling, danke, dass Sie uns zum Hinsehen zwingen. Danke, dass Sie uns verunsichern. Herzlichen Glückwunsch zum Preis der Leipziger Buchmesse 2019. Herzlichen Glückwunsch den Preisträgern. Ich möchte sehr meinen Kolleginnen und Kollegen von der Jury danken. Mit 360 Titeln haben wir angefangen, die Verlage nominiert haben. Wir haben noch ein paar dazu bestellt, weil uns das zu wenig war. Und jetzt haben wir am Ende nicht nur drei großartige Preisträger, sondern viele interessante Bücher kennengelernt. Und ich hoffe, danach genug zum Streit, denn lassen Sie sich nicht einreden, es gebe unanfechtbare Wahrheiten. Sie sind, wenn Sie denn unanfechtbar sind, langweilig, wie Fontane seinen Dubsler von Stechlin sagen lässt. Ich bitte Herrn Zille noch einmal auf die Bühne, der mit dafür verantwortlich ist, dass diese großartige Messe und diesen Preis gibt. Ja, verehrte Damen und Herren, die fünfte Stunde dieses Tages ist noch nicht ganz voll.
Und das war er schon wieder, der Preis der Leipziger Buchmesse 2019, unsere 15. Verleihung. Auch von mir herzlichen Glückwunsch an die PreisträgerInnen und einen ganz herzlichen Dank an die Jury für ihre Arbeit heute hier auf der Bühne, aber natürlich auch in den Wochen und Monaten davor, diese Titel, die nominierten Titel und die Preistitel hier auszuwählen. Ich wünsche Ihnen und uns allen einfach noch ein paar wunderbare Messetage hier in Leipzig. Und wer es schafft, bis zum Sonntag hier zu bleiben, den lade ich noch einmal herzlich in die Glashalle ein. Sonntag, 14 Uhr, vordere Freitreppe. Wer gern singt, singen Sie mit uns. Der große Buchmessechor wird hier auftreten. Und wenn Sie Lust haben, mitzusingen und sich vielleicht ein bisschen von der Arbeit zu entspannen, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen. Und letztes Wort von mir. Bitte für ein schönes Gruppenfoto nochmal die Preisträgerinnen und Preisträger nach vorne auf die Bühne. Bitte ich. Vielen Dank.